Guten Abend, herzlich willkommen an der Frankfurter Börse. Beton boomt. Trotz der bekannten Probleme wie Handelsstreit, Brexit und der sich weltweit abschwächenden Wirtschaft ist es die Baubranche, die nach wie vor ausgezeichnet läuft. In Deutschland allemal. Das hat auch damit zu tun, dass die Bauzinsen über die Jahre hinweg stetig sanken. Und heute ist ein Baukredit über 10 Jahre für deutlich unter 1% zu bekommen. Lag der Zins 2007 für einen Baukredit über 100.000 Euro für 10 Jahre bei durchschnittlich 5,1%, sind es heute gerade noch 0,5%. Wer heute bauen möchte oder eine Anschlussfinanzierung benötigt, muss keine schlaflosen Nächte mehr haben. Im Gegenteil, viele warten sogar lieber noch ein Weilchen ab, wenn sie können, wenn es um eine Verlängerung der Finanzierung geht. Denn es sind nicht nur keine steigenden Zinsen in Sicht, sondern vieles spricht sogar dafür, dass Kredite noch günstiger werden könnten. Auch bei den Bauzinsen nähern sich die Sätze langsam der Nulllinie. Aber fallende Zinsen können auch eine böse Nebenwirkung haben, namens Blasenbildung. Wie entsteht eine Immobilienblase? Eine Immobilienblase kann durch stark sinkende Zinsen entstehen. Dadurch werden Kredite billig, das Eigenheim für viele erschwinglich. Immer mehr Menschen kaufen. Das treibt die Preise. Erst langsam, dann immer schneller. Die Blase pumpt sich auf. Spekulanten springen auf. Es kommt zu immer neuen Höchstpreisen. Übertrieben hohen Preisen. Die Blase ist da. Wann platzt eine Immobilienblase? Wenn Zweifel aufkommen, wie lange die Preise noch steigen, verkaufen die Ersten ihre Immobilien. Das erzeugt mehr und mehr Unsicherheit. Bis Panik entsteht. Plötzlich wollen alle verkaufen. Die Blase platzt. Die Preise fallen schlagartig. Anderswo sind schon negative Zinsen Alltag. Bei den Einlagezinsen zum Beispiel. Das sind jene, die Geschäftsbanken an die Europäische Zentralbank EZB bezahlen müssen, wenn diese Geld bei der EZB parken. Oder die berühmten Verwahrgelder, die einige Banken von ihren Kunden verlangen für hohe Guthaben auf den Konten. Das ist am Ende nichts anderes als der Negativzins. Die alte Kreditwelt gerät langsam aber sicher aus den Fugen. Wer spart, verliert Zinsen. Wer baut, kann sich günstig Geld leihen. Und der Staat, der spart am meisten, denn der entschuldet sich und kann für einige seiner Anleihen sogar noch eine Gebühr verlangen. Verkehrte Welt. Aber einen kleinen Trost gibt es dabei. Der Staat, das sind wir alle. Nicht alle, aber sehr viele sind an der Börse. Nicht nur mit eigenen Depots, Aktien, Anleihen oder anderen Finanzprodukten, aber sehr wohl über Pensionskassen, betriebliche Altersversorgung oder auch durch eine Lebensversicherung. Denn die legen alle auch am Finanzmarkt an und versuchen, Erträge zu erwirtschaften. Das geht immer noch, aber es wird zunehmend schwerer. Und ohne Börse ist das kaum zu machen. Das Leitbarometer der Börse hat heute zum Wochenschluss noch einmal zugelegt. Schlussstand 12.192 Punkte. Das sind 65 Zähler mehr als gestern. Und auf die Woche gesehen ein ordentliches Plus von 2,1%. Neben den reinen Zahlen ist dabei auch noch ein Besuch interessant und bedeutsam obendrein, der neben Beziehungspflege auch die wirtschaftlichen Beziehungen intensivieren soll. Die Rede ist vom Besuch der Bundeskanzlerin ganz aktuell in China. Das Reich der Mitte ist ein wesentlicher, in einigen Bereichen gar der allerwichtigste Markt deutscher Unternehmen und ein schwieriger noch dazu. Unfairer Umgang mit Unternehmen, Hackerangriffe, Sozialkreditsystem, das sind die Problemzonen in den deutsch-chinesischen Beziehungen. China geriert sich zunehmend als derjenige Partner, der ansagt und rote Linien vorgibt. Da wird mehr genommen als gegeben oder mit anderen Worten, die Zusammenarbeit ist weniger partnerschaftlich geprägt. Abhängigkeiten sollen erzeugt werden und das kann auf keinen Fall in deutschem Interesse sein. Nur was tun? Zum Beispiel gute Miene zum bösen Spiel, das ist eine Möglichkeit, das jedenfalls versucht die deutsche Industrie. Zahlreich und mit etlichen Schwergewichten in der Kanzlerin-Delegation angereist, hat die Wirtschaft einige Abkommen mit China bereits unterzeichnet. Ob
Autoindustrie, Pharmabranche oder Versicherungen. Viele DAX-Unternehmen haben Vertreter entsandt, um im Windschatten der Politik neue Geschäfte abzuschließen, solange es noch geht. Die Lage in Hongkong wirkt sich schon jetzt auf ausländische Unternehmen in der ehemaligen Kronkolonie aus. China macht Druck. Unternehmen sollen verhindern, dass ihre Mitarbeiter in Hongkong demonstrieren. Sonst kann es Ärger geben. Wie bei der Fluglinie Cathay Pacific, deren Chef gehen musste. Zwar sind deutsche Unternehmen noch nicht betroffen, aber wie lange noch? Und wie interessant ist eine Sonderverwaltungszone Hongkong noch für Investoren, wenn Peking durchgreifen sollte und die Proteste gewaltsam beendet? Ob China oder die Vereinigten Staaten? Ob Handelskonflikt oder Brexit? Klimawandel oder soziale Gerechtigkeit? Die Herausforderungen nehmen zu und sie werden bisweilen unübersichtlich. Allerdings haben all diese Punkte eines gemeinsam. Sie können nicht nur die Qualität des Zusammenlebens entscheidend verändern, sondern auch unseren Wohlstand, den wir oft als selbstverständlich erachten, der das aber nicht ist. Wir müssen uns immer wieder und wieder neu die Frage stellen und vor allen Dingen auch beantworten, wie wir es schaffen wollen, Lebensgrundlagen und Wohlstand in Einklang zu bringen. Dafür sind zwei Dinge wohl unerlässlich: kerngesund zu bleiben und Bildung. Nach einer ziemlich langen Sendung von 7 Minuten heute wünsche ich mir für heute Abend einen Fußballsieg im EM-Qualifikationsspiel gegen die Nachbarn aus den Niederlanden. Ihnen ein schönes Wochenende und für heute Abend einen feinen Abend für Sie alle, wo auch immer Sie uns zusehen.